Die erschütternden Bilder von Leid und Not nach dem Erdbeben auf Haiti, wir haben darüber berichtet, sind uns noch einprägsam in Erinnerung. Viele von Ihnen, viele von uns haben gespendet, um den Menschen in ihrer Not zu helfen. Der ehemalige amerikanische Präsident Bill Clinton war auch gleich zur Stelle und brachte Hilfe mit. Eine Hilfe allerdings, die von den Haitianern offenkundig nicht geschätzt wurde. Bill Clinton brachte ein Saatgut mit, was sofort in einer großen Protestaktion auf Haiti verbrannt wurde. Monsanto hatte der haitianischen Regierung 475 Tonnen Saatgut als Spende zukommen lassen. Bisher wurden 75 Tonnen der gentechnisch veränderten Saat geliefert. Die Haitianer aber wissen offensichtlich sehr gut Bescheid über die Folgen, die dieses Saatgut mit sich bringt. Zu zahlreich sind mittlerweile die Informationen über die Verarmung und über die Hunderttausenden von Selbstmorden indischer Bauern wegen genmanipulierten Saatguts. Unzensiert berichtete darüber. Anstatt dankbare große Augen kleiner, dunkelhäutiger Kinder waren aus Haiti Großdemonstrationen zu sehen. Mehr als 20.000 Demonstranten aus Bauernverbänden, Studentenverbänden, aber auch normale Bürger protestierten gegen die Regierung und verlangten eine Ablehnung des Saatgutes. Was schon geliefert war, wurde bei diesen Protesten verbrannt. Die Menschen setzten trotz massiver Armut ein flammendes Zeichen. Der haitianische Präsident René Préval wurde zum Rücktritt aufgefordert. Haiti ist nicht das einzige Land, was von Monsanto zwangsbeglückt wird. Bei Ländern, die Hilfe vom IWF in Anspruch nehmen wollen, ist oft eine der Auflagen, genverändertes Saatgut der Firma Monsanto zu nutzen. Die Politik des Riesen ist perfide. Beherrsche das Saatgut, dann beherrschst du die Nahrung und damit das Land. Die Genmanipulation macht den Samen nebenbei auch zum Terminator-Saatgut. Das bedeutet, der Samen kann nicht zur Wiederaussaat verwendet werden. Jeder, der das Saatgut anpflanzt, ist dadurch gezwungen, es immer wieder neu zu kaufen. Und man muss auch die gesamte darauf abgestimmte Herbizide- und Düngemittelpalette von Monsanto kaufen, damit die Ernte nicht verderben soll. Gerade in armen Ländern ein ruinöser Zusammenhang. William Engdahl gibt einen Einblick in das gequälte Land vor Amerikas Haustür. Monsanto hat gerade ein Lieferung von 475 Tonnen von Monsanto patentierte Saatgut an Haiti veröffentlicht. Sie haben das vorgestellt als karitative Schickung nach Haiti, nach den Katastrophe von den Erdbeben im Januar dieses Jahr. Aber wir müssen etwas Zweifel haben, weil erst verspricht Monsanto, am Anfang hat Monsanto gesagt, genmanipulierte Saatgut. Und dann gab ein heftiger Protest von Bauernverbänden aus Haiti gegen diese genmanipulative Saatgut von Monsanto. Und dann hat Monsanto gesagt, nein, wir liefern kein GMO, GVO, wir liefern hybride Mais-Saatgut und anderem. Gemüse, Saatgut und so weiter. Wir wissen, dass Monsanto der weltgrößte Händler ist von patentierter Saatgut, von Genmanipulation und auch dazu Roundup, diese giftige Glyphosat-Herbizid, diese Chemikalien, und man muss immer Roundup dazu haben, dass die Saatgut von Monsanto ohne Unkraut, ohne Schädigung wachsen kann. Und diese Kombination ist wahrscheinlich der Grund für eine Reihe von Gesundheitsproblemen in Amerika, in Argentinien und in anderen Ländern, wo GVO verbreitet ist. Monsanto ist bekannt als eine Betrügerfirma. Monsanto hat unter anderem trotz ein Verbot in Deutschland von Mon 810 von dem Agrarministerium letztes Jahr, ist es neulich bekannt über Greenpeace und andere, die Umweltministerium Niedersachsen, dass mindestens 6 Bundesländer haben genmanipulierte Saatgut eingepflanzt in verschiedene Bauernhöfe in Deutschland.
Und das ist wirklich gefährlich. Monsanto ist eine kriminelle Firma, kann man nicht anders sagen. Sie haben mit Besteckung in Länder wie Indonesien, sie haben die Bauern in Indien so bankrott gemacht, dass die Selbstmordrate unter Bauern in Indien enorm gestiegen ist in den letzten 10 Jahren. Und jetzt versucht Monsanto sein Saatgut in die Katastrophegebiet von Haiti einzubringen, unter den Schild von US Agency for International Development, USAID. Und der Wirtschaftszar, kann man sagen, der Prokonsul in Haiti seit den Erdbeben, aus den Wahl von den Außenministerin Hillary Clinton, ist ein Mann mit Namen William Jefferson Clinton. Bill Clinton leitet der UNO-Rekonstruktion-Kommission Haitis. Und diese Kommission entscheidet alles über den 8,9 Milliarden Dollar Nothilfe von allen Ländern über den Weltbank. Und das heißt, Clinton entscheidet, was für eine Wirtschaftszukunft Haiti hat oder nicht hat, unter anderem. Und er ist bekannt, er fördert ein Modell, wo die Haiti-Arbeitskräfte als nicht nur Billiglohnarbeit arbeiten, in den Textilindustrie und so weiter, aber in ein niedriger Lohnniveau als wahrscheinlich China. Und arbeitet in Zusammenhang mit der Milliardär George Soros, der in, für ein Jahr in Haiti eine Konferenz mitgemacht hat mit Clinton über eine Wirtschaftszukunft Haiti. Das mit Monsanto in Haiti ist ein Geschenk, das die haitische Volk nicht wünschen. Und die Bauern haben gesagt, privat, dass sie, wenn die Saatgut von Monsanto und USAID gelandet ist, dann gehen sie mit der Brandstiftung an den Saat. Und in so einer Situation würde ich sagen, ich kann das wirklich gut verstehen. Die wollen nicht eine Vergiftung mehr in den Boden haben in Haiti.